So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Ja, ist gerade mal ein Tag seit der letzten Aufnahme vergangen. Ich komme einfach nicht von dem Spiel weg, wenn ich es einfach mal angefangen habe. So, wir haben hier das letzte Mal beim Klirrberg aufgehört und wir müssen jetzt zu Vulnona. Aber erstmal, da wir hier jetzt keinen Bosskampf haben, lassen wir mal die ganzen Belebersamen weg. Top-Elixier, lass mal eins dabei. Ich habe nur noch eine Sinelbeere, okay. Das heißt, da nehme ich mir noch eine mit. Und ich glaube, wenn wir das jetzt so nehmen, ja, das sollte reichen. Ja, ich bin fertig und wir gehen auf zum Klirrberg. Wenn dann schon richtig weitermachen hier. Und da ist auch gleich das erste gegnerische Pokémon. Was habe ich denn gerade fixiert? Ich glaube, ja, die Combo ist drin. Und, ach ja. Musst du alle mal wieder anmachen. Du setzt bitte mal nur die beiden Attacken ein. Ja. Was haben wir da oben noch für ein Item? Silbergummi. Sehr schön. Fliegi ist übrigens schon Level 20. So. Eisendorn. Eisendorn ist sehr toll. Das ist auch wieder so ein schönes Item, das man werfen kann. Okay, hier geht nichts. Ein Wablu. Sehr viele Gänge. Klirrberg E3. Da haben wir ihn wieder schön paralysiert, sehr schön. So. Ein Orangegummi, mal wieder. Ach, Moment, da geht's jetzt wahrscheinlich eh nicht weiter. Schauen wir mal hier. Hier ist ein größerer Raum. Und da ist auch die Treppe. Ups, das war jetzt zu weit. Und direkt wieder die Treppe, sehr schön. Ebene 5. Ein Gelbgummi, jawohl. Sei Dank, dass sich der beim ersten Mal selbst paralysiert hat, der hätte mich jetzt sonst umhauen können. Ich lerne Slam. Will ich jetzt aber nicht. Ich habe meinen Durchbruch schon. Haben wir hier oben nichts. Das heißt, die Treppe muss ja irgendwo da hinten sein. Dann noch ein Plosivsamen. Ein Pupita, das darfst du mal machen. Ja, hier wird Kinder, genau.
Treppe. E6. Der Clearberg war meines Wissens jetzt auch nicht so lange. So viele Gänge hier schon wieder. Ein Apfel. Hatte ich, glaube ich, eh nicht meinen dabei, wenn es mir gerade so einfällt, ne? Ein Jurob. Sehr tolles Pokémon. Hier gehen wir mal wieder weiter. Ich bin 7. Und da ist gleich die nächste Treppe. Die nehmen wir doch auch gleich mit. Da liegt wieder eine Menge Geld rum. Ach Gott, der kann Rückzug-Hieb. So, was haben wir hier für ein Band? Ein Persivschal. Ach, Moment. Den geben wir jetzt einfach mal Fliegi, weil der noch kein Item trägt. Apropos. Da müssen wir ja noch was machen. So, Ebene 9 und es schneit. Sehr, wieder schon wieder so viele lange Gänge. Ein Top-Elixier, das ist sehr schön. Der macht ganz schön viel Schaden mit seinem Rückzug-Hieb. Aber Chrissy erreicht Level 19. Und er will Gesichter lernen, vergiss es. Noch einen Durchbruch. Und da ist eine Treppe und da war ein Palimpalim. Ebene 10. Und es schneit immer noch. Hier ist nichts, wenn ich das so sehe. Magen knurrt. Hier, oh, Moment mal, bevor wir es jetzt liegen lassen, können wir es gegen irgendwas austauschen. Dann tauschen wir es gegen den Apfel und den essen wir. Ebene 11. War der dann schon doch etwas länger, als ich ihn in Erinnerung hatte? Ebene 12. Bei 12 Ebenen jetzt auch noch nicht wirklich viel sind. Ebene 13. So viele lange verworrene Gänge in diesem Dungeon.
Puh, gut, dass der daneben gegangen ist. Man sieht nämlich, der macht ganz schön Schaden. Und der Gang führt ins Nichts, jawohl. Ins Nichts wollte ich ja schon immer mal gehen. Hier scheint es auch nicht wirklich irgendwo hinzugehen. Ja, das führt auch in eine Sackgasse. Was ist los mit diesem Dungeon? Fliege erreicht Level 21. Und der will auch eine neue Attacke lernen, nämlich Biss. Ja, dann machst du mal den Verhöhner aus. So, dann hat er jetzt zumindest schon mal eine gute Step-Attacke. Ein Leta-King. Ach Gott. Ich habe kaum noch Link-Attacken übrig. Gut, dass mich die Viecher hier schon fast nicht mehr treffen. Ja, irgendwie habe ich mit dem Durchbruch auch gut oft daneben. Ebene 14. Das ist ein Samen. Was ist? Ein Belieber-Samen. Oh, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Was, da lassen wir ein Top-Elixier da und das trinken wir dann einfach. Ein Ausdauerband. Was war das nochmal? Ach ja, das ist das da, womit man weniger Hunger kriegt. Lass mal 7 Geo-Rock-Brocks da. So häufig brauchen wir die ja jetzt auch nicht mehr. Da ist eine Treppe. Und kriegst du den noch? Ah, hat er noch bekommen, der Fliegi. Ebene 15, was haben wir hier für ein Gummi? Ein Silbergummi. Ess mal einfach. Und den essen wir auch. Nachdem meine AP jetzt wieder voll sind, kann ich auch weiter draufhauen. Schlaf warten wir kurz ab. Okay. Will doch nicht, dass Fliegi allein rumrennt. Oh, und wir sind endlich da. Beziehungsweise wir sind in der Mitte. War dieser Dungeon wirklich so lang? Habe ich echt nicht in Erinnerung. Dann gehen wir hier mal weiter. Klebegipfel, Ebene 1. Ein Blaugummi. Ja. Das ist was für dich. Blaugummis sind für Wasser-Pokémon. Ein leerer Raum. Da schläft ein Phernontor. Da ist eine Treppe. Okay, hier ist nix. Was ist da oben? Zwei Gummis.
Einmal gelb, der ist für mich. Und einmal blau. Der ist für Chrissy. Okay, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, dass ich so wenig KP gerade nur noch habe. Das füllen wir doch mal lieber auf, bevor wir auf die nächste Ebene gehen. Da haben wir gleich die nächste Treppe. Oh, ich glaube, wir sind da. Klierberggipfel. Endlich sind wir da. Dies ist der Gipfel. Ja? Ich frage mich, wo wohl Nona ist. Da sind sie. Ich habe Kilian entdeckt. Gut, ich sehe sie. Simsala. Es wird allmählich Zeit. Endlich haben wir euch. Nur wegen eurer Flucht sind wir überhaupt so weit hier draußen. Nur die Ruhe, Despota. Endlich können wir die Sache abschließen. Ich kann mich kaum zurückhalten. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Chrissy, nimm es mir nicht übel. Ich weiß einfach nicht, wie man Gnade zeigt. Kilian, dieses Ende habe ich nicht gewollt. Aber so ist nun einmal unser Schicksal. Der Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Wir werden euch mit aller Macht bekämpfen. Es beginnt. Unterlass das auf der Stelle. Was? Vulnona. Was? Vulnona? Das ist Vulnona? Die Legende, sie ist wahr. Hört sofort auf zu kämpfen, Simsala. Das sind meine Gäste. Sag uns, Vulnona. Wer war der Mensch aus deiner Legende? Nein, mehr noch. Ist die Legende tatsächlich wahr? Je nach deiner Antwort muss ich sie möglicherweise beseitigen. Ob mein Fluch für Legende gehalten wird oder nicht, ist ohne Belang. Jedoch, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch damals schritt der Gardevoir, der Partner des Menschen, ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug es die volle Wucht des Fluges, der eigentlich für den Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist dieser Mensch, von dem du da sprichst? Kilian, sei ohne Furcht. Du bist nicht dieser Mensch. Was? Was hast du da gerade gesagt? Kilian ist nicht der Mensch aus der Legende, das sagte ich. Was? Was ist nun los mit mir? Ich bin so angespannt. Ich kann mich nicht bewegen. Ruhig atmen. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Oh wow, fantastisch! Großartig! Ich wusste, dass Kilian nichts damit zu tun hat. Ich wusste es! Niemals würde Kilian so schreckliche Dinge tun. Da ist noch etwas, das erwähnt werden muss.
Es ist wahr, ich sah voraus, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Jedoch, der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist ein anderer. Hey ihr! Ihr habt falsch gelegen! Ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr Kidan gejagt habt. Wir müssen uns entschuldigen. Tut uns leid, dieser Gengar hat uns aufgehetzt. Nein, ich habe Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Kidan sieht auch gar nicht so heimtückisch aus. Wenn es doch nur so wäre. Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf dieser langen und harten Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Beeindruckend, Kilian. Ausgezeichnet, ich wusste von Anfang an, dass ich recht behalten würde. Was? Oh, warte mal. Warum wurde Kilian dann zu einem Pokémon? Wenn Kilian nicht der Mensch ist, der in dieser Legende erwähnt wird, wie erklärst du dann die Tatsache, dass Kilian zu einem Pokémon wurde? Kilian, wer bist du? Ah, der Boden bewegt sich. Erdbeben? Die Erdoberfläche bricht auf. Die Naturkatastrophen verschlimmern sich. Und die Erschütterung des Erdbodens werden ein Geschöpf in den Tiefen dieser Welt erwecken. Ein Geschöpf, das bisher ungestört schlief. Groudon wird erwachen. Was? Groudon erwacht? Groudon? Was ist das? Was ist ein Groudon? Ein legendäres Pokémon, das in alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon, das die Landmassen geformt hat und die Kontinente gebildet hat. Es heißt, es sei nach katastrophalen Kämpfen mit seinem Erzfeind Kyogre in einen tiefen Schlaf gefallen. Sollten Groudons Kräfte entfesselt werden, wird Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir werden gehen. Wir gehen auch. Nein, ihr müsst bleiben. Groudon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es uns. Jawohl, so ist es. Geht erstmal zu eurer Basis zurück und macht eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Es gibt schon einen Grund, warum wir den Goldrang tragen. Wir erledigen das und sind wieder zurück, bevor ihr auch nur umschauen könnt. Gut, wir gehen und kümmern uns um Groudon. Und so machte sich Simsalas Team auf, in die Tiefen der Erde nach dem erwachten Groudon zu suchen. Unterdessen beendete das Team von Kilian nun befreit von den wüsten Verdächtigungen seine lange und qualvolle Reise und kehrte wohlbehalten und glücklich in seine Retterteambasis zurück. So, ich möchte das Abenteuer speichern. Das ist ein super Moment, kurz den Part zu beenden und mal ganz kurz auf Pause zu drücken. Wir sehen uns dann im nächsten Part.